Was ist das Spezielle an dieser Wintersonnenwende oder an dem Heiligabend oder Geburt Jesu Christus? Also auf der natürlichen Ebene, in der Natur, ist ja im Winter immer das Leben tritt sich zurück und es geht eher um Sterben und um Tod. Und wenn man so im Herbst noch merkt, wie die Blatteln von den Bäumen runterfallen oder so irgendwie, also da merkt man wirklich, es ist so mehr Rückzugsenergie da, so ist es in der Natur. Und in der Natur des Spirits oder der Seele geht es aber darum, dass in der Wintersonnenwende der tiefste Punkt, also das größte Yin in der chinesischen Medizin da ist. Und genau in diesem größten Yin, in der größten Finsternis, gibt es den Geistespunkt oder diese Geburt des Geistes, des Yangs sozusagen, wo dann ein ganzes Jahr sozusagen dieser Samen getragen wird oder in die Welt kommt, der uns dann begleitet. Und das wird dann sehr spannend, wo wir sehen, okay, was ist dieser geistige Samen, der uns spirituell dann begleitet für ein ganzes Jahr. Ja? Und wenn wir uns mit dem verbinden, und ich nehme das auch auf, und vielleicht kann man das irgendwie auch gut zusammenschneiden oder was auch immer, könnt ihr euch das auch öfters anhören oder es wird ganz was Spannendes. Also worum es jetzt wirklich in diesem Jahr, im kommenden Jahr geht. Ja, für den Geist, wo ihr euch dann auch anhalten könnt, wo ihr einfach immer Kraft kriegt und so weiter. Und da seid ihr mit der kosmischen Energie gut verbunden da. Genau, und wenn dieser geistige Funke in die Welt blickt, aus dem tiefen Schwarz, aus dem Unbewussten, aus diesem Nichtwissen, aus diesem alles, was ist, auftaucht, und in die Welt blickt, dann erkennt es sich selbst. Also es geht darum, in diesem Jahr geistig sich selbst zu begegnen und zu erblicken, sein eigenes Bewusstsein bewusst wahrzunehmen. Wir kriegen da auch eine Hilfe, und zwar die körperliche Hilfe, ist eine Hilfe, die übers Gefühl wahrgenommen wird. Und da braucht man wie ein gutes Zuhause in sich. Ein Gefühl von, ich bin in mir zu Hause. Und wenn Gott viel Wirbel um mich herum ist, dann schaut ihr einfach, dass ihr irgendwo euch einen Tempel baut. Irgendwo euch ein Zuhause, ein Eck schafft, wo ihr immer hingehen könnt. Wo ihr vielleicht eine Kerze anzündet. Wo ihr einen kleinen Altar herrichtet. Und in diesem Eck oder bei diesem Zuhause verbindet euch auch mit eurem Körper. Ladet die geistigen Helfer ein, eure Geistheiler, eure Engel. Ja? Auch Wesenheiten, speziell vom Sirius, unterstützen uns in dem Jahr, körperlich. Ja? Also auch da lichtvolle Begleiter einladen, zu euch einladen, für das körperliche Wohl. Was ist sehr, sehr wichtig in diesem Jahr, der Seele wieder einen Boden zu geben. Eurer Seele, aber auch das Bewusstsein zu haben, es geht um diese große Seele und um die Seele der Menschheit. Wieder diese Seele der Menschheit einen Boden zu geben, zu sagen, hey, wir sind alle verbunden. Auf diesen Aspekt der Seele kommen aber auch Aspekte der Verwirrtheit auf uns zu. Ja? Also das heißt, man hat das Gefühl, man muss das immer wieder machen und wieder machen und wieder machen. Oder man hat so das Gefühl, ach, was will ich mir denn eigentlich schöpfen? Ja? Und bei dieser Überlegung, was will ich mir schöpfen? Was soll auf dem Boden? Geht es eigentlich immer um die Seele. Um diesen Funken, um dieses Licht meiner Seele auf den Boden zu bringen, das ist die Entscheidung. Ja? Das ist die Grundentscheidung. Und aus diesem Aspekt der Seele kann ich dann sagen, ja, was will ich denn haben, was will ich denn machen, was ist mir denn wichtig? Aber es soll mit Einklang meiner Seele immer in Verbindung sein. Ja? Und wirklich das nicht vergessen, also wirklich das immer wieder und immer wieder herholen. Was will meine Seele? Was für Licht der Seele will auf dem Boden? Die Kommunikation in dem Jahr ist eine Herzenskommunikation. Es geht um die Kraft des Herzens. Ja? Und diese Kraft des Herzens sucht einen Boden, sucht ein Gegenüber, sucht eine Struktur. Ja?
Ja, wir haben jetzt im vorigen Jahr oft nicht miteinander mehr reden können. Es ist sehr schwierig gewesen, die Kommunikation. Dieser Zweifel in der Kommunikation ist jetzt nie mal das Thema, sondern wir schauen, wenn wir kommunizieren, wo fällt es auf einen fruchtbaren Boden? Mit wem kann ich gut reden und mit dem rede ich? Und mit wem kann ich nicht gut reden, mit dem rede ich halt nicht? Ja? Also das heißt, es soll Frucht bringen und es soll vom Herzen kommen. Die Verwurzelung mit der Menschheit, mit der Seele der Menschheit, da steht der Regulus da. Also es ist eine königliche Verbindung. Also das heißt, es geht um eine Größe in uns. Seht diesen Menschen, mit denen ihr spricht, wieder wie ein König oder eine Königin. Es geht um eine würdevolle, um eine stolze, um eine Größe. Wenn man sagt, okay, ich rede jetzt mit dir und ich sehe das Göttliche vielleicht in dir oder diese Größe oder dieses Wunderschöne oder was auch immer, aber es ist dieser göttliche Funken, es geht um diese Krone, diesen Menschen in dieser Größe und Ganzheit zu sehen. Und so kann ich dann sagen, und mit dieser Größe und Ganzheit, jetzt gehen wir in Erschöpfung. Was bringen wir jetzt auf den Boden? Natürlich unsere gemeinsame Verbindung der Seele. Ja? Oder was wünschst du als Seele? Was wünsche ich mir? Und vielleicht können wir gemeinsam eine Sache machen. Oder ein Teil des Weges gemeinsam gehen. Oder ich kann dich unterstützen bei deinem Weg. Oder du kannst mich unterstützen. Genau. Also es geht wirklich um diese herzliche Verbindung in der Welt. Und natürlich werden dann im Außen Verletzungen sichtbar. Und diese Kraft des Krieges, des Dagegenseins wird einfach im Außen sichtbar und das tut weh. Aber das ist das Außen, das ist das, was uns im Außen entgegenkommt. Das sind nicht wir. Unsere Bühne darf mit Liebe oder darf in der Liebe bleiben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt wie im Christentum die eine Wange hinhalten muss und die andere auch. Sondern ich kann auch Stopp sagen, ich kann auch Nein sagen. Ich kann mich auch umdrehen und gehen. Ich kann das auch sagen, ich kann mich auch wehren. Aber es soll in der Liebe oder es soll mit dem Herzen passieren, mit dieser Kraft des Herzens. Wieso soll das so sein? Oder wieso kommen dann diese Kräfte, Licht- und Schattenkräfte, auch in uns hoch? Ja, und ich darf einmal gutmütig sein und einmal anders. Damit es die Freiheit, es geht um diese befreite Energie auf den Boden zu bringen, damit die Freiheit einen Boden findet. Wenn ich nicht zur Freiheit stehe, wer soll denn zur Freiheit stehen? Wie soll dann die Freiheit den Boden erlangen, wenn ich ihr keinen Boden gebe? Wenn ich nicht sage, hey, ich stehe zu dir, du meine Freiheit oder du die Freiheit des Menschen. Also das heißt, ich muss dieser Freiheit einen Boden geben. Dann kann sie auf den Boden kommen. Ich muss ihr die Stangen halten. Ich muss hinter ihr stehen. Ich muss ihr den Boden bereiten. Und dann schaut unsere Seele oder die Seele in die Welt und sagt, ja genau darum geht's. Genau. Es muss mir bewusst werden, dass die Freiheit einfach ganz was Wichtiges ist. Und dann kann der Knoten platzen. Und dann sehe ich, aha, ja, und alles kann zu dieser Freiheit dazugehören, wenn es mir nährend ist. Wenn es mir hilfreich ist, wenn es mir besser geht dadurch, dann kann ich wieder tun. Dann kann ich auch wieder tun für meine Seele. Und dann kann ich auch tun für das Heilsein der Ganzheit oder für diese befreite Energie. Und genau diesem Tun kann ich dann dienen. Dann habe ich ein Ziel. Da spreche ich wirklich von mir oder von dir. Also das heißt, du hast dann ein Warum in dir. Es geht um diese Eigenmacht, um dieses Brennen für die eigene Freiheit und für diese eigene Macht in dir. Wenn ich weiß, dieser Qualität in mir diene ich, dann kann ich mich dieser Qualität hingeben. Dann ist das dieses Zentrum in mir. Und dann schaue ich in die Welt und erkenne mich in dieser Freiheit, mit dieser Freiheit, mit dieser Kraft der Freiheit. Mit diesem Wissen, oder mit diesem göttlichen Wissen in mir, oder mit diesem Wunsch der Hingabe zu dieser Weisheit in mir, kann ich dann auch in die Welt treten, in die Welt oder in den Kontakt treten, in den Kontakt gehen
Und das ist jetzt ganz was Wichtiges, was sich immer wieder verändern wird in diesem Jahr. Das Glück, die Energie. Seid euch eures Glückes und der Energie bewusst. Wenn das Glück und die hohe Energie mein Gesetz ist und ich dieses Gesetz liebe, ich immer wieder zu dieser Gesetzmäßigkeit finde, immer wieder mir bewusst mache, dass das mein Glück ist, dass dies mein immer wieder diese Entscheidung zu dieser Gesetzmäßigkeit ist, zur Gesetzmäßigkeit, ich stehe zur Liebe in mir. Dann geht's gut weiter. Dann kann ich auf einen sicheren Boden bauen, der aber mit Liebe getränkt ist oder in der Liebe, auf der Liebe steht. Viele negative Aspekte der Gesetzmäßigkeiten im Außen, die es mit der Seele nicht gut meinen, dieser werden wir konfrontiert werden und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann erinnert sie euch drauf, hey, jetzt kommt wieder irgendein komisches Gesetz von außen zu mir zu. Und dann erinnert mich, ist das meiner Energie und meines Glückes förderlich oder nicht? Kann ich dem zustimmen, diesem Gesetz im Außen oder nicht? Und ich kann oder ich soll nur dem Gesetz zustimmen, wenn es auch meinem Glück und meiner Liebe förderlich ist. Dann kann ich es auch zu meinem Gesetz machen. Dann sage ich, das, was da im Außen erzählt wird, ja, das ist gut, aber ich fühle mich freier, ich fühle, es stärkt meine Energie, es baut mir auf, ich fühle mich damit glücklich. Ja, zu diesem Gesetz sage ich ja, ja, es ist in Ordnung, da gebe ich meine Liebe drauf. Da sage ich, ich kann es umarmen, ich kann es zu mir nehmen. Und dann kann ich es wie Glas schlucken, ich kann es in meinen Boden, ich kann es draufsetzen, ich kann mich raufsetzen zu dieser Energie und dann ist es stabil. Dann entsteht ein Wert, auf den ich weiterbauen kann. Und genau dann bin ich sicher, dann macht es Sinn. Dann kann ich mit der Seelenkraft und mit der Schöpferkraft, mit der Weisheit, und da kommt ganz viel alte Weisheit auf uns zu in diesem Leben, in diesem neuen Jahr, ja, Weisheit, göttliche Weisheit, die wir schon einmal gehabt haben, die hinter uns steht, ja, wo wir Priesterinnen waren oder Priester, wo wir Heiler waren, wo wir vielleicht Philosophen und weise Lehrer waren. Und diese Weisheit und dieses Wissen können und dürfen wir zu uns nehmen und sollen wir zu uns nehmen, sollen wir wieder uns zu eigen machen. Wir dürfen uns wieder an diese Weisheit erinnern, an diese göttliche Energie, an diese Alleinheit und an diese Allliebe in uns. Das ist das, was die Welt braucht. So können wir Heilung geben in die Welt und so können wir auch Befreiung geben in die Welt. Und mit dieser Kraft können wir Gutes tun oder handeln. Diese Befreiung, diese Kraft, die befreit wirklich. Den Boden, das Leben, die bringen wir auf die Welt, dann erkennen wir wieder, wer wir als Seele sind. Und dann geht der Knoten auf. Da will die Seele nämlich hin. Die Seele will dort hin, wo es uns gut tut. Ja? Wo der Segen da ist. Wo das Herz gedeiht. Wo wie eine große Mutter hinter uns steht, die sagt, ja, Bub, ja, Mädel, ja, Frau und Mann. Ah, das wollen wir, das tut gut. Und mit dieser Kraft können wir dann entscheiden und sagen, das ist meine Macht. Das ist meine Selbstbestimmtheit. Dazu sage ich ja. So erkenne ich mich gern, so weiß ich wieder, wer ich bin. Genau. Also das ist so ein Rundgang gewesen mit der Zeitqualität, mit dem geistigen Funken, das in den Tiefen sozusagen jetzt munter worden ist. Wo ihr vielleicht spürt oder wo ihr gemerkt habt, das euch berührt in der Tiefe. Ja? Und lasst es wirklich in die Tiefe fallen. Das ist der Samen, der schon da ist, der hochkommen möchte, der eh kommen wird. Ja? Es geht nur darum, wie kann ich mit dieser Energie umgehen. Und ihr habt es jetzt schon gehört, ihr wisst es schon. Ja? Und immer wieder erinnert es euch eurer Weisheit in euch, ja? Die ihr mitgebracht habt. Erinnert es euch an dieses Gesetz der Freude, der hohen Energie. Diese Gesetzmäßigkeit nehme ich zu mir, die nehme ich in mein Herz. Auf der kann ich am Boden, da kann ich Festigkeit haben, da kann ich Sicherheit aufbauen. Und dann kann die Seele auch in die Welt. Dann braucht sie nicht befürchten, dann ist sie sicher. Ja, dann kann unsere Seelenqualität in die Welt, weil wir wissen, mit wem wir uns zu tun haben, mit wem wir kommunizieren da draußen. Ja,
Wir schauen einfach, dass wir mit Menschen kommunizieren, wo es fruchtbringend ist, wo es Struktur erhellend ist, wo es aufbaut, wo es Sinn macht. So werden wir in das neue Jahr gehen. Ich schaue noch in die Essenzkraft, vielleicht kommt da noch was. Ja, es ist wirklich die Liebe in der Verbindung mit der eigenen Wahrheit und mit dem Boden, mit dieser Zustimmung, wo ich sage, es geht um mich, es geht um meine Wahrheit, die will ich auf den Boden bringen. Ja, das ist diese Qualität der Schöpfung, das ist diese Seelenkraft, dieses Seelenlicht. Ich will mein Seelenlicht wieder auf den Boden bringen, wo ich weiß, hey, das war ich schon einmal, ich bin frei als Seele. Und ich will diese Seele und diese Freiheit und diese Selbstbestimmtheit wieder zu mir nehmen. Genau, das will ich. Zu dem stehe ich wieder. Das tut gut. Das tut mir gut. Und wenn es mir gut tut, tut es auch dem anderen gut. Und dann kann ich auch mit dieser Freiheit in die Welt schauen und ich kann den anderen erlassen, so wie er ist. Wenn er mir aber nicht gut tut, kann ich ihn auch stehen lassen, so wie er ist. Und ich schaue woanders hin. Ich tue, wo es mir gut tut. Das Herz aufgeht. Wo es mich nährt. Wo ich Kraft habe. Wo ich Kraft kriege. Wo wir miteinander in Erschöpfung gehen können und unsere Kraft stärken können. So wird das geschehen. So passiert das auch. Und wir dürfen uns freuen auf dieses Jahr. Wenn wir mit dieser Kraft des Spirits in Verbindung sind, in Verbindung bleiben und immer wieder in Verbindung gehen, dann geht es gut weiter, dann geht es uns gut. Ich sage euch herzlichen Dank. Es ist mir eine Freude, mit eurer Seele, mit eurem Herzen in Verbindung zu sein. Verbindung zu bleiben. Diese Schöne der Verbindung wieder aufrechtzuerhalten, wertzuschätzen. Ja? Egal wie oft wir uns sehen oder hören, vielleicht hören wir uns in dem Jahr öfters. Wir können uns miteinander stärken, Kraft geben. Und wenn es nicht so ist, ist es auch okay. Aber diese Verbindung in uns, der geben wir viel Wert. Das ist wertvoll. Diese Freundschaft, die uns verbindet, ist wertvoll. Dafür sage ich ganz sicher Danke. Danke dir.